Herzlich willkommen bei einem kurzen Video der Curaçao BioRock Foundation. Wir möchten euch hier anhand von Bildüberblendungen den Wachstum von unseren Korallen zeigen. Wir fangen an mit einer Geweihkoralle, wie die nach 21 Monaten ausschaut. Ihr seht hier das Vorherbild und dann halt auch wieder das Nachherbild. Noch einmal vorher und das Nachherbild. Da sieht man sehr schön der Wachstum, was diese Geweihkoralle hier gemacht hat. Hier kommt ein Schwamm, der ein beträchtlicher Wachstum schon nach 5 Monaten zeigt. Später dann noch nach 3 Monaten dazu. Also im Totalen sehen wir jetzt hier den Unterschied nach 8 Monaten, wie die wunderschön gewachsen ist. Das hier ist nochmal eine Geweihkoralle, zuerst mal nach 11 Monaten, 6 Monate dazu, da ragt sie schon fast aus dem Bild raus und nochmal 3 Monate dazu, da ragt sie dann leider halt schon aus dem Bild raus, das Vorher- und das Nachherbild nach 20 Monaten. Ebenso eine Geweihkoralle hier noch einmal nach 12 Monaten. Wachstum nach 1 Monat dazu, hier nochmal 5 Monate dann dazu und zum Schluss die Überblendung dann auch im Totalen nach den ganzen 21 Monaten. Da sieht man sehr schön, wie die auch schon aus dem Bild rauswächst, auch im Hintergrund sehr schön zu sehen. Diese hier ist eine Säulenkoralle, die wir dran transplantiert haben, zuerst nach 11 Monaten, jetzt nach 6 Monaten und dann auch nochmal nach 3 Monaten. Hier sieht man sehr schön die Ausbuchtungen, die diese Koralle schon macht. Nochmal das Vorherbild und natürlich dann das Totale nach 20 Monaten das Bild. Das hier ist eine Labyrinthkoralle. In der Mitte sieht man schön den Draht, den wir da über die Koralle gespannt haben. Und hier sieht man sehr schön, wie die Koralle um respektive über diesen Draht wächst. Hier die totale nach 8 Monaten, dann wie das Ganze eigentlich sehr schön drüber weggewachsen ist. Hier sind wir wieder bei einer Geweihkoralle, zuerst mal nach 12 Monaten, 6 Monaten dazu, nochmal 6 Monate dazu und dann auch zum Schluss natürlich die komplette Überblendung von ganz klein und nach 21 Monaten. Dieselbe Koralle hier von oben, das war ein bisschen schwieriger zu fotografieren, denn die geht mir hier schon ins Bild rein. Hier ragt sie komplett übers Bild raus. Nichtsdestotrotz denke ich, ist es sehr schön zu sehen, wie die Koralle zum Schluss jetzt das Vorher- und Nachher-Bild nach 21 Monaten, wie die sehr schön gewachsen ist. Hier haben wir zwei Korallen in der Mitte, die ganz kleine, das ist auch eine Labyrinthkoralle. Auf der rechten Seite haben wir eine Senfügelkoralle. Von so klein bis ganz groß sieht man sehr schön auch, wie die wirklich wunderschön gewachsen ist nach 21 Monaten. Hier sind wir wieder bei einer Geweihkoralle. Nach 18 Monaten hat die schon einen ordentlichen Sprung gemacht. 3 Monate dazu. Sie schlägt sehr schön aus. Hier wieder das Vorherbild und dann zum Schluss auch nach 21 Monaten das Bild. Ich möchte mich ganz herzlich fürs Gucken bedanken. Bis zum nächsten Mal.